Sieht aus wie der letzte Mongo-Kongo. Ja, und ich nehme auf. Scheiß Wahl, da ist ich nach da unten. Bastard, Alter. Ja, Junge, weißt du, wie lange ich nicht mehr beim Friseur war? Meine Haare sehen mittlerweile aus wie der letzte Gammelgötter. Du, guck mal, du siehst hier unten, die Zeit läuft, ja? Was? Oh. Jo Leute, was geht? Ich hoffe, mein Ton und meine Facecam sind jetzt nicht asynchron. Sind die nicht, oder? Nee, das sollte passen. Alles Okay, gut. gut, weil ich sehe mich halt so ein bisschen verschoben. Das ist ein bisschen irritierend, Du aber. bist ein bisschen verschoben. Horst. So, jetzt gucken wir uns das Okay. mal an. Ich glaube, wenn ich dich dahin schiebe, sollte das für die Aufnahmen halbwegs gehen. Ja, wir sind bei einer Runde epische Angriffe vom Gusor und der Dizziax guckt einfach zu und sagt was dazu, wenn ihm dazu was einfällt. So sieht's aus. Gucken wir mal, was der Lava Damestar ausgetötet. Oh. sagt. Sieht, der Loot ist nicht schlecht. Also würde er den bekommen, wäre es natürlich ganz geil, Den, guck aber. mal, was er für Truppen hat, den kann er nicht bekommen. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich würde eher denken, dass er einen Lavahund aus der CB getötet hat. Ich mach Ja. mal, ich klicke mal ein bisschen weiter hier. Gut, ist halt die Frage, ob das ein Fail ist Jetzt oder. ist die Frage, ja, Ja, keine richtig, richtig. Da Ahnung. hast du vollkommen recht. Das muss ich auch sagen. Das ist definitiv unter Fail zu verbuchen, weil du ja effektiv die gesamten Truppen verballerst für nichts. Es kommt ja Ja, nichts bei auf jeden rum. Fall. Ja. Weil da muss man halt einfach sehen, ja, sind die Sammler voll, sind sie nicht voll. Ja, Und genau. jetzt, ja, genau, da ist der Lavahund. Aber ja, das war's dann halt. Und jetzt sogar noch die Truppen zu setzen, ist richtig. Das ist schon blöd. Ja, er denkt sich halt einfach, hey komm, ich will dem richtig den Tag vermiesen und will einfach seinen Labor Guck mal, er blitzt den Lavahund so planen. auf die Gut. Idee. Aber war ganz schön knapp und komplett getötet hat er ihn nicht. Nee. Seine La Also ich würde mal sagen, das Ding wäre eigentlich eher was für ein Fail-Angriff. Ja. Aber gut. Aber komm, die 1000 Gold und Elixir hätte ich mir auch geholt. Ja, genau. Du bist doch ein Idiot, Alter. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das besser mache. Ich kann nämlich einen Angriff machen. Und Diziax guckt mir ein bisschen. Oh, was geht? Also, denk dran, es ist Oh. mein Zweit-Account. Also, von Wow. daher ist Ja, das ja. viel. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ich muss gerade mal überlegen. Nee, ich will eigentlich nur das Gold. Das Alex ist mir eigentlich egal. Und von daher sage ich jetzt, ich gehe hier rein. Ich gehe von Okay. hier und mache dann hier erstmal eine schöne Session. Oh, er hat Würde ich sogar auch sagen. CB-Truppen. Schade. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Was hat er gerade gemacht? Hat er sein Handy runtergeworfen? Was ja, mein Handy ist erst runtergefallen und dann. Und dann war es kaputt. Jetzt Ja, überlege ich gerade, naja, ob ich jetzt zum den. Glück nicht. Nee, ich will mich hier selber durch. Ich will mich hier jetzt selber durchkämpfen irgendwie. Jo. Und hoffe. Ah, schade, die gehen natürlich da wieder hin. Aber jetzt bin ich drinne. Er ist drin, er ist drin. Und jetzt darf er los rocken. Die Ja, alte auf jeden Fall. Pocke. Ja, geil. Und ohne die Läuft. Spells. Das ist Läuft, geil. läuft. Klar, jetzt kriege ich Läuft hier auf jeden megamäßig Fall. auf den Sack, klar. Was geht? Also O die obwohl. Goblins halten sogar noch relativ viel aus. Die dürften das noch alles holen. Nice. Nice, auf jeden Alter, Fall. das ist richtig geil. Und jetzt, na, Ja. jetzt sogar noch mit den Kobis die 50% gerissen. Tja, Läuft. epischer Angriff. Und Ja, wenig Mann. investiert, sag ich mal. Also, wie gesagt, man hätte Also. natürlich die Spells rausballern können. Warum aber? Ja, also für die Sachen, die du bekommen hast, war es auf jeden Fall gut. Läuft. Junge. Ansonsten, ich verfolge ja auch gerade so ein bisschen den Clan-Chat und so. Ich weiß nicht, Ja. ob es deine Zuschauer jetzt noch mitbekommen haben, aber wir sind jetzt wirklich alle im Clan drinne. Also Mr. Mobile Fanboy Brennerchen kommt jetzt um, jetzt in einer Viertelstunde kommt er auch und ja, Läuft. läuft Also auf jeden ich finde Fall. es auf jeden Fall richtig geil, dass das so geklappt hat. Also da dachte, glaube ich, auch nicht jeder dran. Klar, das wird nicht jetzt für Ja, immer auf jeden Fall. super sein oder sowas, aber dass man wirklich mal sagt, ey, man hat mal diesen Kontakt gesehen und man hat sich mal beschnuppert und wie auch immer. Und vielleicht sind dann wirklich manche, die dann sagen, ach ja, oh, geil, Moment.
Digga, was findest du? Ist ja nicht meins, ist ja nicht meins, meine Ja, ich weiß, es ist mir auch gerade aufgefallen. Und Läuft auf jeden das Fall. ist echt auf jeden Fall richtig geil. Ich muss bloß gucken, dass deine Facecam nicht so stört. Passt aber, denke ich. Ja, Mache ich es ein geht bisschen klar. kleiner. Und wenn wir dann sehen, Sieht von schön wo er aus. genau angreift, dann können wir da ein bisschen reinzoomen. Jetzt ist Nektar das Rathaus. Und Ich hoffe natürlich, jetzt. dass er alles holt, auf jeden Jawohl. Fall. Jetzt bin ich echt gespannt. Also, wir haben mehr oder weniger 50 von beiden Barbaren, 50 Bogis. Was sagst du? Wie würdest du vorgehen? Ich würde, denke ich, jetzt einfach erstmal die Riesen so ein bisschen Sache machen lassen, ein paar Barbaren, ein paar Bogenschützen hinten dran setzen, die Riesen halt ein bisschen hochhalten und auch die Helden. Ich weiß jetzt nicht, was in der Clanbook hat, aber das würde ich alles erstmal reinsetzen und dann nach und nach mit den Barbaren und den Ja, Bogenschützen so ein bisschen klar. nachpushen. Also Ich so will ich es machen. würd dazu sagen, jetzt haben wir ja schon mal die ganzen Sachen getriggert. Alles geht auf die Riesen. Ich würde hier jetzt schon die Mauerbrecher schon mal reinballern, dass die Ja, auch direkt genau, die auch. reinrennen, weil ich will auf jeden Fall das Dunkle. Also so würde ich das sehen. Ja, ich denke mal, er wird nicht nur fürs Goldene, Nee, was? nein, er Fürs wird Dunkle gehen, komplett. Nein, 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 natürlich. Hier, aber sonst guck wird mal er hier. Das ist jetzt momentan in zu Anführungsstrichen früh. Verschwendung. Es war auf jeden Fall Guck zu mal, jetzt, früh. jetzt kommt erst der Mauerbrecher. Es geht, die Riesen werden sich halt jetzt aufteilen, aber es geht, es sind Ich zwei meine, die größere halt, Gruppen, also sind wir ist nicht so ehrlich, schlecht. das sind Sechser Riesen, die laufen. Okay, Also, ja. die braucht man jetzt nicht irgendwie babysitten oder sowas. Das passt schon. Wenn die sagen, da will ich rein, dann will ich da rein. Aber der King ist so gut wie am Ende. Also der Heal eben, muss ich sagen, war sehr, sehr schön platziert. Der hat mir gut gefallen. Und ansonsten, in der Mitte ist halt jetzt wirklich momentan fast gar nichts, was dem König eben gerade schaden kann oder der Ja. Queen. Eben weil die alle drei X-Bogen eben ohne Ja. Munition sind. Und deshalb dürfte er da eigentlich ans Guck mal hier Dunkle die noch Riesen, rankommen. mega fett. Guck mal, Könnte die sogar ein marschieren schön durch. 3-Sterne-Angriff werden, ja. Er hat Warum noch nicht? Nicht, nee, warum zwei nicht? Doch, doch, das sollte passen. Heilzauber, ja. Ich Ich meine, würde der halt auf jeden King Fall noch. meinen King vielleicht mal in der Mitte gleich hin, einfach einen Heilzauber in die Mitte setzen, vor allem weil er auch gleich der feindliche King ist. Na, zumal er hält sich Ich hier auch weiß eine. es La nicht. nee, der geht down. Ja, der Ja, ist ja. gleich down. Zumal er hier eine Weile auch beschäftigt gewesen wäre. Er hätte ja hier die Genau. Er hat X-Bows ihn fertig relativ gemacht. weit. Er hätte sich mit dem Dunklen beschäftigt. Und da hast du vollkommen recht. Da hätte er einiges gerissen. Aber guck mal hier, der ist nice gesetzt gewesen. Der war richtig. Die Also, rennen jetzt richtig schön in den Heal wollte rein. ich auch gerade sagen, also die Heilzauber setzt da nicht schlecht, die Riesen müssten jetzt, denke ich mal, auch auf die Mauer gehen, ja, genau. Läuft, also dürfte auf jeden Fall 3-Sterne-Angriff werden. Also das, na, zeitlich müssen, nee, zeitlich wird es zu knapp für drei, oder? Nee, doch, doch, könnte Na, passen. Doch, hier oben sind könnte sie schon passen, am ja, wollte ich Zugange. auch Ja, gerade dann sagen. passt's, dann passt's, ja. Ja. Nice. Also auf jeden Fall gut aufgeteilt. Die Heal-Spells richtig geil gedroppt. Aber Dizjak, so wie du auch sagtest, den King hätte man innen drinnen noch retten können. Ja, weil er Behält hat man ihn jetzt für den halt nächsten einen Angriff. halt, ja klar, Heilzauber halt aufgehoben. An sich hätte er den jetzt eh übrig gehabt, aber Aber ist auch ganz nicht ehrlich, schlecht. lieber habe ich meinen King geschützt, sage ich mal. Aber naja, egal. Passt. Ja. Auf jeden Fall war es ein geiles Ding. Ja, muss man halt auch überlegen, was einem lieber ist. Entweder man hat lieber mal noch einen Zauber oder man hat halt den King schon wieder aufgeheilt, Ja. weil der ist jetzt natürlich komplett tot. Jo. Ist halt die Frage, aber ja, passt auf jeden Fall. Hast du noch ein, zwei Angriffe oder auf Klar. jeden Fall, oder? Hallo. Er läuft. So, die zwei Bogies. Ich Ich wollte wollte Gold. Gold und ich habe es bekommen. Die Helden des Tages, die zwei Bogies. Das war übrigens eine Rache. Haha. Okay. Sehr geil, da bin ich gespannt. Gut, ich weiß nicht, was für ein Level er ist, aber er hat erst Level 3 Bogenschützen. Das heißt, die 120.000 Gold sind Ist wahrscheinlich nicht richtig, schlecht für richtig ihn. nice. Ja, ist nicht schlecht für ihn. Mein Greenscreen, ich verstehe gar nicht, warum der hier hinten im Bild gar nicht mehr da hinten dran ist. Ja, ich weiß, was du meinst, weil du, ich weiß es aber, du hast mit der Kamera, die Roomtour gemacht. Stimmt, und deshalb, Ja, so, jetzt geht's wieder. Jetzt stimmt's wieder. Der Kusua So. weiß alles. So, jetzt bin ich gespannt, weil es muss ja wohl irgendwie um zwei Bogies gehen. Shrubber Placement, was? Spaß. So, So, die zwei Bogies, würde ich sagen, die sind's jetzt. Und die reißen das, ey, so geil, weil da ist der Minenwerfer gerade im Bau und Stimmt, außerhalb der okay, Range ja. davon. Und jetzt Ja, auf jeden natürlich Fall. mega nice. Und dann wirklich nicht einfach nur weggedrückt, sondern einfach komm, wir probieren's. Ist natürlich mega nervig, die Zeit halt. Und jetzt Ja, auf kommt jeden dafür der Fall. Lohn, auf jeden Fall. Also für ihn ist es da unten natürlich, das ist ja fast schon ein Town Hall, also Rathaus-Upgrade, die 120.000 Gold da Ja. unten,
2, Rathaus 3 oder 4 oder so. Und ja, ansonsten hat er dann noch ein bisschen Gold bekommen. Und dann noch die Riesenbombe. Sehr geiler Scheiß. Kostet den Gegner natürlich auch ein bisschen was. Also es war immerhin eine Rache, die den Gegner auch was nochmal gekostet hat. Das heißt, vielleicht hat er ja sogar das Gold, was er dir gestohlen hat, damit auch wieder verloren. Auf jeden Fall. Und du hast es wieder wettgemacht. Wäre natürlich geil. So viel gar nicht zur Verfügung gestellt haben können, ja, weil er stimmt. Ja noch gar nicht so hoch war. Und jetzt hier netten Go Wipe. Ja. Ich hoffe, hier Expo draußen sieht man sehr selten. Ich gehe mal davon aus, der ist, kleinen Moment, aber inaktiv ist er auch nicht. Aber ich würde sagen, der ist gerade Town Hall 9 gegangen. Könnte das sein? Nee, die Queen ist schon auf 5, dann geht's nicht. Sonst hätte der ich hat ihn gesagt, wahrscheinlich gerade erst gebaut. Der hat den Expo gerade gebaut und dann so. Fertig geworden, genau. Der Loot ist natürlich nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ich glaube, der war schon mal in einem Video von dir, der Angriff, wo ich halt auch in Champions 400.000 von beiden geholt habe, plus 140.000 Loot-Bonus von beiden nochmal. Das heißt, über 1 Million Raid findet man halt da oben richtig oft. Das heißt, da oben kann man sogar eigentlich farmen. Das geht sogar einigermaßen. Aber, kein Moment. Aber man wird ja auch wieder von allen anderen gefickt. Das wird dir hier in der Liga nicht passieren, dass dir jetzt einer mal einfach 400.000 abzieht. Ja, bei mir war es auch so. Also normalerweise ziehen die mir halt immer so 100.000 ab. Oder war jetzt auch letztens wieder einer, der hat mir halt wirklich 400.000 Gold wieder abgezogen. Das war natürlich so ein Schlag. Was macht der Golem da bitte? Was macht der Golem da? Oh, warum ist der rausgegangen? Der hätte schön drinnen bleiben können und alles tanken können. Ich hätte, um ehrlich zu sein, aber gar nicht so angegriffen. Außer er holt jetzt wirklich den 3-Sterne-Angriff. Ich hätte so ein bisschen gemacht, ich hätte die Truppen außenrum gesetzt, damit er wirklich allen Loot holt. Außer er ist halt gerade am Trophy Push, naja gut, auf Silber 2, weiß ich nicht genau. Trophy Push, FTW. Hätte ja sein können, aber ja. Ja genau, Alter. Ja, irgendwann muss man irgendwo anfangen. Richtig, genau. Nee, aber gut, ob er da direkt mit GoWipe anfangen würde. Die Sache ist auch die man zusätzlich beachten muss. GoWipe ist ja jetzt nicht unbedingt die günstigste Angriffstaktik, muss man ja jetzt auch mal sagen. Und von daher muss man natürlich dann auch einiges an Loot ziehen. Das ist natürlich was anderes, ob ich mit Barge angreife und mir das total Banane sein kann. Oder ich eben hier sitze und habe einen fetten GoWipe gemacht, gar kein Thema. Aber der muss dann auch sitzen. Ich glaube auch, meine Go-Wipe-Angriffe kosten, glaube ich, um die 400.000, 350.000 Elixir. Und ja, deshalb bin ich da auch immer ein bisschen low. Ich habe jetzt ja manchmal sogar Probleme, meine Armee komplett zu auszubilden. Ja, glaube ich gerne. Na, überleg mal. Du bist Town Hall 10 schon. Ja, genau. Du hast schon Frost gehabt, genau. Dann kostet dein Pekka 45.000? 50.000. 50.000 sogar schon. Und das ist richtig kranker Shit. Ja. Dann hast du im Normalfall drei Pekkas, oder? Genau, 3 Packers, so, und halt da 14 Magier, dann noch die Zauber und so. Also es ist schon ziemlich teuer. Ja. Ist nicht gerade billig da oben. Also Elixir sparen braucht man da oben gar nicht. Ja, nee, das glaube ich gerne. Das ist echt kranker Shit. So, jetzt gucken wir mal. Ich hau noch mal kurz meine Sachen hier voll. Und ich sehe, du hörst was. Ja, genau. Ich sehe, du bei dir. Ich werde angerufen. Dein Handy. Ja, ja. Also bei mir läuft auf jeden Fall. Du bist busy man. Ja, Mann, ich bin Business. Nein, Spaß, ich muss mal auf stumm stellen hier schnell. So, jetzt gucken wir mal, was der Leon hier fabriziert. So. Was ist mit... Nee, das ist eigentlich nicht wirklich was hier. Aber wir gucken mal. Ach, er hat einen Only-Healer-Angriff gemacht. Gut. Ja, oh, vielleicht ganz interessant zu sehen. Ich habe das nicht geschnitten. Hast du vollkommen recht. Ja, ich habe es auch im Erst gesehen, ja. Aber bei, wie gesagt, Leon... Super geile Nummer, dass du das gemacht hast. Auf jeden Fall. Bitte schreib dann aber auch rein, hier so und so nur Heiler oder sowas. Weil dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir es krachen lassen. Beziehungsweise wir gucken, wie du es krachen lässt. Auf jeden Fall. So. Bei den Heilern ist ganz wichtig, das sollte man nicht machen. Weil... Wir haben da eine Luftabwehr, die ist natürlich wirklich am Arsch der Welt, aber die Sache ist die Heiler rennen natürlich immer den Heroes hinterher. Die sind, der Hero, in dem Fall der Held, ist Level 9 und der kann schon ein bisschen was ab. Ihr seht selber, die Death-Gebäude hier sind nicht so der Burner. Da hätten jetzt nicht unbedingt 14 sein müssen. Stimmt's? Ja, ich würde auch sagen, ich hätte die Heiler ein bisschen mehr aufgeteilt zwischen...
König und Königin. Und man hätte nicht gleich alle 14 rausballern müssen. Ich meine, klar, die sind Level 2, das ist jetzt nicht der Burner, aber guckt mal, hier seht ihr es jetzt. Der King bräuchte fast was mehr, die Queen gar nicht. Gut, jetzt wird er gerade wieder einigermaßen hochgehealt, aber ja. Und da ist natürlich immer ganz, ganz wichtig die Zeit. Die Zeit ist bei so einem Heal-Angriffen immer eine ganz, ganz enge Kiste. Ich hoffe natürlich, dass die Königin da unten das Rathaus bekommt. Müsste sie eigentlich auch. Also, Locker, außer sie hallo. läuft halt jetzt zur Seite zur Ach, Kanone. locker, locker, Junge. Ohne Probleme, also das wird schon. Guck mal, durch den Rage hat er jetzt auch die Barbaren. Und die werden Auch auch noch hochgehielt. gehealt. Aber es wird knapp. Also momentan. Ne, wir reden nicht unbedingt von einem 100er, aber wir reden schon von einem geilen Angriff, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also 50% sind durch. zwei Sterne müssen drin sein. Ja klar, Müssten. wenn die Queen jetzt Ja, darauf geht, ja, genau. genau. Und guck mal hier, richtig geil. Mega. Hier, guck mal, hier, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Und dann ist schnell mal Ende im Gelände. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann Jetzt merkst du nämlich gleich. gleich, wie auf einmal der King einbricht. Das merkst du gleich. Jetzt ist noch alles super, alles super. Jetzt kommt der nächste Heiler weg. Jetzt Siehst du, langsam. wie Ja, jetzt krasser bricht er Schub das langsam ist, ja? Und ein. jetzt. Klar, wenn er jetzt noch die Luftabwehr bekommt, Dann geht er dann eventuell. Ja, hätte aber die geil. Königin noch die Chance. Aber Zeit Auf ausgelaufen. jeden War auf Fall jeden Fall ein geiler Angriff. geiles Ding, auf jeden Auf jeden Fall. Fall. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ganz wichtig, dann reinschreiben sowas. Weil sonst weiß man sowas nicht. Der Killerdrache. YOLO. Was seine Verteidigung und Angriff? Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Nee, muss. Der Killerdrache hat gepostet, deswegen definitiv eine deswegen Verteidigung, Angriff. ja. Stimmt, stimmt. Und außerdem sieht man noch im Gusua-Videos. Ja, okay, gut. Ich weiß es halt jetzt natürlich. Es ist jetzt, ja gut, 150.000 Ist kann man jetzt sich nicht mal der geben. Killer. Ist nicht der. Ist Aber es. er ist schon Town Hall 8. Genau. Also, keine Ist Ahnung, jetzt ist. nicht. Nee, 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 hast du recht. Kann Also man. ist für Kann mich fast man. schon so normal. Also ist ja fast schon das Minimum, was man bei einem Angriff haben möchte eigentlich. Genau. Hast du vollkommen recht. Das war nichts Weltbewegendes. Und jetzt muss er sich sogar noch anstrengen, dass er die 50 kriegt. Also ich glaube, er hat Nee, sogar hat er nicht mal. verloren. Okay, Ja. er hat einfach beendet. Er wollte anscheinend nur das bisschen Loot Ja, haben. aber das war wirklich nicht viel. Wem es gefällt. So, So, gucken wir schauen wir mal. mal, ob es da noch irgendeinen Geiz. Dönerbuden-Ali. Sehr geil. Oh, geil. Tja, oh. Geil. Geil, geil, Das geil. könnte fast meine Base sein. Also meine What the Fuck Base. Ich habe natürlich auch eine What the Fuck Base. Die kannst du dir den morgen Richtig, mal anschauen. richtig geil. Als würde ich So. mir bei dir was anschauen, Alter. Du bist so ein dreckiger Snob, Alter. Geh nicht! Spaß. Nee, Ja, aber also ich habe richtig, richtig auch eine geil. tolle Town Hall 7er What the Fuck Base. Die ist echt geil. Auf jeden Fall ein richtig cooler Angriff gewesen. Hier oben, oh, schade, schade, das Ding nicht. Aber ansonsten läuft das auf jeden Fall. War halt einfach mal wieder eine lustige Base. Ja, 200.000 geht bei seinem Level, ich Doch, weiß doch, nicht. doch, vollkommen okay. Passt. Einwandfrei. Dönerbuden-Ali, läuft bei dir. So, mal schauen, ob wir jetzt noch Ja, ein ein, zwei gute bisschen. Angriffe Ich vielleicht haben. will dich nicht zu lange belästigen. Oh yeah. Nee, ist jetzt. Oh, der ist natürlich nice. Gut, dass wir den nochmal angeschaut haben, auf jeden Fall. Nee, es geht nicht. Ich habe schreib bloß morgen noch eine Physikarbeit, muss noch ein bisschen lernen. Deshalb gucke ich gerade mal so ein bisschen. Aber geht schon noch. Als wäre dir das irgendwas. Ich muss halt eigentlich schon um 8 Uhr schlafen gehen. Genau. Sandmann ist Scheiße. vorbei. Hatten wir ja schon besprochen. Ja, genau, hatten wir vorhin schon mal besprochen. Ich habe Schade, ich. dass die Riesen nicht vorgegangen sind. Ja, es ist halt Dass jetzt die die Frage, ob hätten er die den noch schön ganzen Loot getankt. bekommen Guck mal würde. hier Ja, jetzt, doch. ja, genau in dem Doch, Bereich doch, hier. doch. Leute, der hat doch Schön. noch Und 22 dann, Barbaren da guck, oben, die genau, die Goldminen. dann aber draußen. Draußen erstmal. Ich würde Könnte sagen, sogar ein 3-Sterne sein. nichts Fällt mir gerade so anbrennen. auf. Er hat einen Heilzauber, da oben sind nur noch zwei Magiertürme, wenn er da jetzt seine Barbaren heilt. Naja. Oder nicht. Also ich Ja, würde, wie gut. gesagt, Barbaren draußen, genau, lieber das, was ich sicher habe, nehmen und fertig. Bevor ich hier dran rumrenne und verkacke. Läuft. Also,
Das Gold da oben ist der auch noch holen Genau, und dann und ist das es in Ordnung. läuft. Läuft auf jeden Fall. Ja. Ja, das bisschen da, das bisschen Elixier Schönheitsfehler. war ihm jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber ja. Das, Läuft, guck mal, 300.000 überlege von mal, beidem. knapp 700.000 insgesamt fast. Läuft auf jeden Fall. Du wirkst leicht genervt. Nee, ich bin hier gerade nur so am Chat noch so nebenbei ein bisschen lesen. Keine Sorge, ich bin noch gut drauf. Ich schaue hier gerade noch so ein bisschen im Chat, was hier so geschrieben wird, weil wir hatten ja vorhin auch schon eins, zwei Ausrutscher von Kollegen, sage ich Ja. jetzt einfach mal. Deshalb bin ich hier so ein bisschen kritisch am Schauen. Hier haben wir wieder einen Aber fetten ja. Angriff und mit schönen leeren Expos, aber volle Infernos und einem gerushten Oh. Town Hall 10. Jo, sieht so aus. Ich verstehe diese Leute nicht. Er hat Level 6, 7, 8er und 9er Mauern. Verstehe nicht. Wo ist der Sinn dahinter? Gute Frage. Ich verstehe nicht. Ich würde immer erst alle Mauern auf einen machen, außer weiter oben, wo man dann, wie du jetzt halt gerade machst, einfach die Mauern direkt auf Level 10 macht. Ja, weil, wie gesagt, also ich finde wirklich die Mauern 9, die sind einfach Stinker. Das sind einfach Stinkermauern und die möchte ich nicht haben und fertig. Ja, 3 Millionen für so eine Mauer ist halt schon krass irgendwie. Ja, aber du weißt ja selber, hier Fuffis in the Club. Ja, auf jeden Fall. Alle einfach alles jammen. Genauso wie du, Junge. Ich Ach, weiß ich jamme mich viel. noch das Video, Alter. Ja, okay, jetzt habe ich hier den Magierturm gejammt. Oh, jetzt habe ich 30 Euro gewastet. Ja. Und das Krasse ist halt wirklich, man sieht es nicht mal an der Base. Also man sieht jetzt nicht, dass man da irgendwie 30 Euro investiert hätte. Ist halt übel. Ja, bei mir sieht man es vielleicht schon ein bisschen, dass ich ein bisschen 30 € investiert habe. Also ich habe ja schon insgesamt von beidem 400 Millionen gestohlen, also beides zusammengerechnet. Ja. Ja, also ist eigentlich schon ziemlich viel für meine Base. Guck dir Lichtl an. Der hat die Milliarde gezogen. Ja, und der ist immer noch schlechter als ich. Ja. So, jetzt würde ich aber Läuft. sagen, sind wir erstmal durch, weil ich bin schon bei 22 Minuten. Ich glaube, die Aufnahme Oh. kackt mir sonst ab. Ich würde sagen, ihr haut rein und wenn ihr den Deezyax cool findet, dann gebt ihr einfach mal Deezyax bei YouTube ein. Und sucht ihn, denn ich bin zu faul, ihn zu verlinken. Haut rein! Tschö.